Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, wie ihr es mitbekommen habt oder wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, Leute, mein Instagram-Account wurde gehackt. Wir waren heute auf dem Weg nach Berlin mit den Jungs, Freunde, und ich war am Schlafen. Das war keine Ahnung, dann auf einmal ruft mich Momo an. Ich kann mal gucken, wo das war. Auf jeden Fall ruft mich irgendwie Momo die ganze Zeit an. Ich war am Pennen, bin die ersten zwei, drei Mal gar nicht rangegangen. Dann beim 6.44 Uhr hat er mich angerufen, Freunde. Bin ich rangegangen, auf einmal sagt er mir: Ey, Herrat, was ist mit deinem Instagram-Account? Und ich voll verpeilt, müde, und denke mir so: Hä, was soll da sein? Und er so: Guck dir mal kurz deinen Instagram-Account an. Versuche ich mich einzuloggen, geht nicht. Versuche ich es nochmal, geht nicht. Auf einmal schickt er mir ein Foto und dann alle meine Bilder sind gelöscht, Freunde. Alle diese Erinnerungen, also ich habe noch richtig, richtig alte Bilder drin gehabt, Freunde. Es waren halt einfach Erinnerungen und alles wurde jetzt einfach gelöscht. Und dann schickt er mir ein Foto und da hat der irgendwie, da stand so irgendwie: Bye bye, guck mal, warte, ich zeig's euch. Der hat mir das Foto geschickt und auf einmal sah das auf einmal nur so aus. Warte. So. Auf einmal war dieses Bild da, bye bye, vielleicht aus Provokation oder sonst irgendetwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht, wenn du mein Video schaust und meinen Account gehackt hast, viel Spaß mit meinem Account. Aber ich verstehe nicht, warum macht man sowas, Leute, ehrlich, warum macht man das? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute, ich will das jetzt One Take machen, ich habe keinen Bock, das irgendwie noch zu schneiden oder sonst irgendetwas, aber ich weiß nicht, warum man so etwas macht. Okay, es ist ein Instagram-Account. Es ist schon scheiße natürlich, aber das ist für mich noch okay. Wäre es mein YouTube-Account, das würde mich dann wirklich treffen, wirklich, Freunde. Ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Was hat man davon? Was hat man davon? Vor allem, die wissen gar nicht, was man dann bewirken kann, Lo. Wenn mein YouTube-Account gelöscht ist, Freunde, dann ist es vorbei. Da steckt so viel Arbeit drin, so viel Zeit und das war dann einfach alles weg und für was? Für nichts. Ja, allein für Instagram ist doch irgendwo was Privates, weißt du? Ja, aber meine größte Sorge ist jetzt auf einmal, stell mal vor, mein YouTube-Account wird gelöscht. Oder mein Instagram-Account. Die können das einfach jetzt löschen, die können dann machen, was sie wollen. Aber schlimmste wäre für mich, wenn mein YouTube-Account gelöscht wird. Die Frage ist, was sind das für Leute? Was wollen die von dir? Ich verstehe. Wenn die ein Problem mit dir haben, dann können die das auch so sagen. Ja, ich verstehe das nicht. Reden, aber sowas ist einfach nur scheiße. Ich habe gesehen, bei iBlali wurde auch sein Snapchat-Account wurde gehackt. So, Leute. Aber ich verstehe nicht, warum macht man sowas denn? Auf jeden Fall, Leute, wollte ich euch sagen, mein Instagram-Account wurde gelöscht. Jetzt werde ich natürlich noch mehr aufpassen auf meinen YouTube-Account und auf meinen restlichen Accounts, also YouTube und Facebook. Das war's halt auch schon. Ja, und Snapchat. Ja, aber ich würde auf jeden Fall noch sagen, wir versuchen ja den. Wiederzukriegen. Ich versuche gerade mit aller Möglichkeit meinen Account wiederzubekommen. Und Leute, ich habe mich schon mit jemandem in Verbindung gesetzt, der da wirklich vielleicht etwas machen kann. Und vielleicht, Freunde, kriege ich in circa 2 Tagen meinen Account wieder. Also meldet den am besten nicht oder so, Leute. Lasst es erstmal ruhen. Ja, wenn ihr das meldet, dann genau. Ist der Account komplett weg und dann. Ist weg. Ich kann es versuchen, dass ich den wiederbekomme, Freunde. Das heißt, ich müsste dann so circa 2 Tage warten. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß einfach nicht, Alter. Wie viel hat es jetzt? Ich war jetzt bei 80.500. Einfach weg, Digga. Einfach weg. Einfach 80.500 Leute, die einen gefolgt haben. Einfach weg. Deswegen, Freunde, hoffe ich wirklich, dass es irgendwie funktioniert wird. Dass ich in circa 1-2 Tagen meinen Account wiederbekomme. Aber wenn ich es wieder habe, da besteht wieder die Gefahr danach, dass es irgendwann wieder gehackt wird, so, weißt du? Was gerade bei dir scheiße, weil deine Leute gerne auf Instagram sind, weißt du? Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, ich versuche es irgendwie zu bekommen. Ein paar Freunde von mir helfen mir gerade. Und ja, Freunde, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Tschüss.